Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einem neuen Eis von Katjes. Yes, yes, yes. Katjes macht jetzt auch Eis und zwar Grünohrhase-Eis. Und weil der Hase Grünohrhase heißt, ist das Eis natürlich auch vegan. Katjes hat ja einerseits die Weingummi-Fruchtgummi auf vegan umgestellt. Und wenn die jetzt ein Eis ausbringen, sind die auch so konsequent und machen es vegan. Ich dachte, wie krass ist das denn, als ich das zum ersten Mal gesehen habe im Internet, bei Instagram, auf meinem Kanal. Nee, das war richtig geil. Katjes Grünohrhase auf Haferbasis und die Leute sind ausgerastet. Ich habe ja noch einen zweiten Kanal, wisst ihr auch, als Service für euch. Vegan ist kein Trend, vegan ist da und ist gekommen, um zu bleiben. Deswegen habe ich auch einen Vegan-Food-Guru, wo es nur vegane Produkte, wo ich nur vegane Produkte zeige. Und ja, da habe ich auch dieses Katjes-Eis gezeigt. Also, natürlich zeige ich die auch weiterhin beim Junkfood-Guru, aber wie gesagt, manchmal kann ich es verstehen, wenn man dann vegan lebt, dass man nicht unbedingt das Ganze nicht vegan irgendwo nochmal sehen möchte. Deswegen habe ich da zweiten aufgemacht. So, jetzt mache ich aber das Eis auf und ich bin sehr aufgeregt. Das Krasse ist, immer wenn ich neue Produkte teste, dann fragt man sich natürlich, wo gibt es die? Das dauert natürlich, es kommt jetzt gerade in den Handel. Es wurde aber auch schon im Kaufland gesichtet. Ich möchte gerne mal einen Euro haben, und zwar von Kaufland, für jedes Mal, wo ich hier sage, wo es diese neuen Produkte gibt. Ja, da wurde es schon gesichtet, gibt es aber bestimmt auch bei Edeka, Rewe, in den größeren Supermärkten. Je größer der Supermarkt, je mehr Gefriertruhen, desto größer die Chance auf eine große Auswahl. Und wenn dann auch jemand da ist, der Bock hat auf neue Produkte, ein Marktleiter zum Beispiel, dann findet man die Sachen sehr gut. Man erkennt auch sehr schnell, ob ein Supermarkt Bock hat auf neue Produkte. Und wenn ihr einen gefunden habt, dann behaltet ihn im Hinterkopf. Für mich ist es selbst immer sehr, sehr schwierig, das zu finden. Aha, das sieht erstmal unspektakulär aus. Hey, aber es ist ja auch nur von oben. Aber es riecht schon mal sehr, sehr süß, ihr Lieben. Es ist ja nur von oben. Übrigens sind hier 473 Milliliter und 261 Gramm drin. So, wir haben ein Eis auf Haferbasis mit Kirschgeschmack und Himbeergeschmack mit grüner Soße mit Erdbeergeschmack. Krass. Von oben brav. Aber ich greife mal gleich zum Löffel und dann mache ich was auf dem Schälchen drauf und dann gucken wir uns das Grünohrhaseneis von Katjes vegan mal in Großaufnahme an. Ja, das sollte sich rein. Sorry. Und wenn man das Eis so ein bisschen herauslöffelt, erkennt man auch, wie viel hier drin steckt. Grüne Soße, Himbeer, dann kommt auch richtig die Farbe zum Vorschein. Und es riecht so ein bisschen, ja, ich habe mich so ein bisschen an Ahoi-Brause erinnert, aber es kann vielleicht auch am Himbeergeschmack liegen. Wenn ich grün sehe, dann meine ich, es müsste nach Waldmeister schmecken, aber grün ist ja die Erdbeersoße. Und von der Optik her ist das Eis schon mal ein mega Knüller hier, ne? Mit der Himbeere schön marmoriert. Grüne Erdbeersoße. Wie irre ist das denn, ihr Lieben? Das riecht echt so krass. Das ist der Hammer. Ich muss jetzt mal probieren. Bin gespannt auf die Konsistenz. Und ich habe schon aufgeschnappt hier vom anderen Kollegen hier. Der Huddorf hat geschrieben, das schmeckt genauso wie das Katjes. Der Katjes Grünohrhase. Und er hat sowas von recht. Es stimmt. Ich bemühe mich ja immer möglichst neutral über meinen eigenen Geschmack in diesem Eis wiederzufinden. Manchmal schnappt man doch was auf. Das hatte ich immer im Kopf, aber es stimmt auch zu 100%, ihr Lieben. Also, es schmeckt wie der Grünohrhase, wie das Weinfruchtgummi. Und es ist unfassbar, wo wir im Jahr 2022 gelandet sind. Ich kann mich noch an meine ersten veganen Eissorten erinnern. Da war immer so ein pappiger Nachgeschmack. Hier, bei diesem Eis, ganz ehrlich, hätte ich das blind verkostet. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass das ein veganes Eis ist auf Haferbasis. Dann hätte er gedacht, so, es ist ein Milchspeiseeis von der Konsistenz vielleicht ein Tacken anders. Es wäre nicht ganz so cremig, aber es ist irgendwie zu 95% gleich. Und es schmeckt
Unfassbar. Da ist es zum Ausrasten. Es ist richtig lecker. Es ist perfekt. Es ist gut gelungen. Da sollten eh vegane Produkte sind auch für Nicht-Veganer. Deswegen esse ich die auch ganz gerne für Nicht-Veganer, die weniger Fleisch essen wollen. Und hier ist ein Produkt für alle. Vegan ist halt der Zusatz. Ne? Und alle Nicht-Veganer probiert das aus. Schmeckt einfach mega geil. Also das ist echt, wow, für mich eine neue Referenz im veganen Eishimmel. Hätte ich nicht so erwartet. Also ich finde es geil. Auf einer Skala von 1 bis 10 bedeutet geil natürlich 10 Punkte. Mein lieber Scholli, ja, ich habe dieses Jahr schon sehr viel Eis gegessen. Aber im ganzen Sortenhimmel ist das der Oberknaller, wenn ihr so auf süße Sachen steht. Das ist echt süß und es schmeckt wie das Fruchtgummi. Es ist so wow. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Es wird Zeit, das Video zu beenden. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das im Supermarkt gefunden habt, gerne mit Postleitzahl, damit viele Leute in den Genuss kommen. Ich finde das Eis ist so geil. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.